Miete eine größere Zentrale. Dafür müssen wir aber erst noch ein bisschen Kohle verdienen. Fahren wir erstmal nach Hause. $88. Oder Pfund. Pfund, ja, wir sind in London. Kann ich mir jetzt einen Wissenschaftler anheuern? Nein, kann ich nicht. Zu teuer. Ektoplasma vielleicht verkaufen? Ich kann auch Ektoplasma verkaufen. Kommt da immer ein bisschen Geld für. Jetzt kann ich ihn mehr leisten. Ist jemand anders? Okay. Na gut. Nehmen wir. So, wo ist er? Ja. Ach so, ich habe nichts zum Verbessern im Inventar. Okay. Oder muss es im Lager sein? Die sind auch nicht verbesserbar. Okay. Dann kann ich mir das ja sparen. So, und jetzt haben wir Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber. Jetzt müssen wir Aufträge an Land ziehen. Ein bisschen die Zeit vergehen lassen und kaufen das jetzt da. Das, was kommt. Hallo Ghost Control, hier fliegt eine Ananas durch mein Wohnzimmer. Dafür sind wir nicht zuständig, rufen Sie die Reinigungsfirma an. Natürlich kommen wir sofort. Nur wo? Da unten ganz. So, gib Gas. Wir müssen auch tanken, hier ist unsere Tankanzeige. Was ist los? Wieso ist der Auftrag weg? Oh, die anderen waren schneller. Das ist eine Frechheit. Mich würde interessieren, ob man die vielleicht später auch noch ausboten kann. Das wäre ja witzig. Ist ein bisschen mau, wir brauchen Aufträge. Gut, den machen wir noch. Sind drei Geister. Rufen Sie bitte beim Landwirtschaftsministerium an. Ich habe gerade Landwirtschaftssimulator an. Ja, alles klar. Habe ich gelesen. Schon unterwegs. Und wo? Da. So, gib Gas. Kollege. So, ich hoffe, ich habe genügend Fallen dabei. Los geht's. Eins, zwei, ja, das reicht ja locker. Was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Jetzt seht euch mal diese Schande an. Die sehen wirklich aus ein bisschen wie Kothaufen. Wie blaue Kothaufen. Hier oben sehen wir auch unsere Aktionspunkte. Ja, wir können verrückt werden. Gut zu wissen. Falle ablegen. So. Ja, das weiß ich. Warte mal. Ein geschwächter Geist muss auf einer Falle stehen, damit er gefangen werden kann, da die Reichweite der Fallen zu Beginn des Spiels sehr begrenzt ist. Du kannst weitere Fallen über einen Klick auf das Portal des Fängers oder der Taste I verwenden. Mithilfe der Fallenaktion und Anklicken der abgelegten Falle kannst du sie wieder aufheben. Na gut. So. Da ist er weg. Da ist er weg. Na, wie schmeckt's? Ah, daneben. Ja, lieber Geist, du sollst tatsächlich nochmal sterben. Hm.
Schäm dich, du Schleimer. Ab in die Ecke. Ich habe ihn jetzt echt 5-mal verfehlt oder was? Oder 3-mal verfehlt. Komm, dann nehmen wir jetzt erstmal die Falle wieder hoch. Dann platzieren sie erstmal wieder unter ihm. Machen eine Runde Pause. Ja, super. Ja. Super. So, gefangen. Alles unter Kontrolle. Wie viel haben wir gekriegt? $458. Pfund. Immer noch Pfund.